Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video geht es um das Löten. Und zwar möchte ich euch die Grundlagen näher bringen, aber noch davor, was braucht es eigentlich alles an Werkzeugen zum Löten und was für einen Preis muss man da eigentlich erstmal investieren. Und das Witzige ist, ich zeige euch jetzt mal, was es dafür braucht. Nämlich braucht ihr einen Lötkolben, am besten mit so einem Ständer, denn sonst kann man den halt nirgendwo hinpacken und das ist blöd. Dann braucht ihr einen Schwamm, das ist ein, der ist eigentlich, wenn so ein Ständer dabei ist, auch dabei. Den macht ihr vor dem Löten nass, also der ist feucht, aber nicht klamm, Entschuldigung, aber der ist nicht klitschnass, also hier, ich kann draufdrücken, da tropft nichts runter. Und dann braucht ihr noch Lötzinn. Das war's. Tatsächlich braucht man fürs Löten einen Lötkolben, Lötzinn und das war's. Damit kann man auch eigentlich eine ganze Menge anstellen. Aber jetzt fangen wir mal erstmal mit dem Lötkolben an. Je nachdem, was ihr machen möchtet, braucht dieser eine feine oder eine dickere Spitze. Für einen Anfänger oder je nachdem, was ihr machen wollt, ich zum Beispiel repariere eine Sachen und da eignet sich eine feine Spitze eigentlich am besten für und ist auch für den Anfang eigentlich für euch nicht so kompliziert, sage ich mal. Denn wenn eine dickere Spitze drauf ist, ist die Leistung höchstwahrscheinlich von dem Lötkolben auch höher, also größer und damit kann man leichter Bauteile kaputt machen. Der Lötkolben hier hat jetzt 15 Watt. Das ist für den Einstieg, finde ich, eigentlich ziemlich gut. 15 bis 25 Watt solltet ihr eigentlich nicht überschreiten erstmal. Und ja, ich habe den schon angesteckt. Das ist kein, nichts Fancyes, sage ich mal. Mit dem Lötkolben bin ich 2, 3, vielleicht 5 Jahre lang ausgekommen, bis ich dann beschlossen habe, da mal mich ein bisschen fortzubilden, sage ich mal. Jetzt besitze ich eine Lötstation. Die hat eine Temperaturregelung und zusätzlich hat sie noch Heißluft. Also man kann auch mit Heißluft löten, aber das werde ich euch alles dann später mal in einem fortgeschrittenen Kurs zeigen. Heute geht es nur um, ich möchte meinetwegen ein Kabel auf einen Punkt löten. Punkt. Wie gesagt, ihr braucht einen Lötkolben und der ist jetzt schon angesteckt und auf Betriebstemperatur. Darauf solltet ihr mal ein bisschen achten und natürlich braucht es dann Lötzinn. Ich habe hier noch altes Lötzinn mit Blei. Das gibt es tatsächlich sogar noch zu kaufen, aber ihr müsstet ein Gewerbe besitzen. Für Gewerbetreibende ist das noch kaufbar, deswegen habe ich das auch. Ich habe das erst kürzlich erworben. Jedoch sind die ganzen bleifreien Lötzinne oder Lötzins. Im Prinzip funktioniert alles das Gleiche. Wichtig ist, ihr müsst darauf achten, zum einen, wie dick das Lötzinn ist. Das hier ist jetzt ein 1 mm Lötzinn und das ist, finde ich, okay. Also für meine Zwecke ist das manchmal sogar schon zu dick, aber das ist für den Anfang okay. Eigentlich sogar ziemlich gut. Hier oben, hier steht die Zusammensetzung. In jedem Lötzinn oder auf jedem Lötzinn sollte draufstehen, woraus es gemacht ist. Der hier besteht zum Beispiel zu 60% aus Zinn, also SN60, dann PB39, also Blei zu 39%. Und es enthält sogar 1% Kupfer. Ihr werdet dann wahrscheinlich ein bleifreies nur bekommen und das ist höchstwahrscheinlich entweder wirklich nur aus Zinn oder auch Zinn mit Silber. Diese sind hochwertiger, kosten dementsprechend aber auch viel mehr. Für den Anfang solltet ihr also was Günstiges schauen, was nur aus Zinn besteht meinetwegen. Und noch sehr, sehr, sehr wichtig für den Anfang, weil ihr sonst keine anderen Mittel zur Verfügung haben werdet, ist diese Angabe hier, kann man das lesen, ich hoffe es, da steht FG 3,5%. Was sind diese 3,5%? Dieses Lötzinn enthält eine Seele. Hier ist nämlich ein Flussmittel in der kompletten Länge des Lötzins in der Mitte eingearbeitet. Ein Flussmittel ist dafür da, dass sich das Lötzinn an Kupfer festhält. Das werde ich euch aber gleich auch nochmal zeigen. Also wichtig ist, dass da Flussmittel bereits enthalten ist. Sollte dort kein Flussmittel enthalten, könnt ihr damit eigentlich auch erstmal nichts anfangen. Ihr müsstet Flussmittel dazu kaufen.
Das ist aber sehr anfängerunfreundlich, wie ich finde. Also kauft euch am besten so ein Blödsinn, was auf jeden Fall eine Seele bzw. dann Flussmittel enthält. Ja, wofür ist dann zum Beispiel hier dieser Schwamm? Eigentlich ganz einfach, auf dem Schwamm kann man die Lötspitze abtupfen. Das heißt, ich zeige euch das jetzt mal. Der Lötkolben ist ja jetzt soweit fertig. Ich kann hier zum Beispiel mal so ein bisschen Lötzinn draufpacken, mal vielleicht so ein bisschen mehr, damit es so eine Art Block entwickelt. Ich weiß nicht, wie gut das auf der Kamera rüberkommt, aber diesen überschüssigen Lötzinn kann man hier abstreifen. Ideal ist das Ganze nicht. Jedes Mal, wenn ihr nämlich auf den Schwamm kommt, kühlt ein bisschen die Lötspitze ab. Allerdings ist das meistens halt kostenlos dabei und damit lässt sich arbeiten. Darum geht es ja jetzt erstmal. Gut, das ist dann soweit alles, was man anfänglich für das Löten braucht. Was kostet sowas? Ja, ein Lötkolben, ja, je nachdem, möchte man etwas haben, was, sage ich mal, auch ein paar Jahre hält, dann würde ich mal schätzen, zahlt man so zwischen 15 und 25 Euro. Und dieses hier zum Beispiel ist von der Firma CFH. Das müsste die Eigenmarke sein, zum Beispiel von Thom Baumarkt. Da ist aber keine von diesen Ständern drin. Also die habe ich von einem anderen Lötkolben her. Das Ding hatte 5 Euro gekostet. Also die Preise sind echt unterschiedlich, aber so knapp 20 Euro für einen Lötkolben sollte man einplanen und Lötzinn. Das schwankt wirklich extrem, der Preis, je nachdem, was man haben möchte. Ich würde da aber auch mal mit so ungefähr 10 Euro rechnen für den Anfang. Also mit etwa 25 bis 35 Euro, sage ich mal. Ja, nehmen wir es nochmal. Okay, so 15 bis 30 Euro. Wenn ihr so ein Budget zur Verfügung habt, könnt ihr damit anfangen zu löten. Gut, bevor ihr euch jetzt an das Projekt traut, was ihr vorhabt zu löten, würde ich vorschlagen, dass ihr erstmal übt. Ganz gut üben lässt sich mit einer Lochrasterplatine. Die blende ich euch jetzt mal als Bild ein, denn ich habe gerade keine da. Oder ihr nehmt euch einfach so eine Platine, wie es hier zu sehen ist. Und jedes dieser silbernen Pünktchen, die ihr hier seht, das ist Lötzinn. Also das sind durchgesteckte Bauteile von der anderen Seite, die man dann auf dieser Seite verlötet, damit sie nicht wieder in die andere Seite rauskommen können. Dieses Bauteil hier nennt sich IC, das ist ein Integrated Chip. Der ist auf der anderen Seite, sieht man hier keine Beinchen, der ist nur auf der Oberfläche befestigt, also Surface Mounted. Diese Teile nennen sich SMD. Und das hat so viele Beinchen, mit den aktuell uns zur Verfügung stehenden Methoden ist da gar nichts zu machen, also zum Entfernen zumindest, denn anlöten könnten wir so ein Teil tatsächlich mit den jetzt hier zur Verfügung stehenden Mitteln bereits. Aber das zeige ich euch gleich noch, nachdem ich nochmal kurz auf die richtigen Grundlagen eingegangen bin. Diese leicht bräunlichen Stellen, die ihr hier seht, sind von mir bereits verlötete Punkte. Das ist das Flussmittel, was quasi Rückstände da lässt. Falls ihr allerdings ein Lötzinn habt, dessen Flussmittel sogenanntes No-Clean-Flussmittel ist, müsst ihr euch da keine Gedanken drum machen. Das könnt ihr einfach dann auf der Platine lassen, auch wenn es nicht so schön aussieht. Falls es kein No-Clean-Flussmittel sein sollte, empfiehlt sich dann die Reinigung mit Isopropylalkohol, was 99,9%ig sein sollte. Also, angesteckt ist der Lötkolben jetzt. Also kann man erstmal anfangen, ein paar Punkte zu berühren, um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie schnell denn so ein Lötpunkt sich verflüssigt. So, das war's schon. Ist wieder hart und wieder flüssig und wieder hart. Hier ebenso. So eine kurze Berührung reicht und das ist schon flüssig. Hier vielleicht an den Punkten auch. Oder eventuell mal hier an dem etwas größeren Punkt, wobei der ein bisschen länger braucht, aber der ist jetzt auch flüssig und ist wieder hart. Dass es direkt hart wird, bedeutet aber nicht, dass es kalt ist, also nicht drauf packen, dann könntet ihr euch wirklich dabei verbrennen. Gut, beginnen wir mit der ersten Lektion für heute. Wie löte ich ein Kabel an einen Lötpunkt an? Dafür
müsste man das Kabel erst einmal abisolieren. Man kann dafür eine Abisolierzange nehmen. Da gibt es wirklich zig verschiedene. Ich habe gerade so eine zur Hand, die ist eigentlich zum Krimpen, aber man kann auch hier so ein Kabel durchstecken, wenn ich es dann mal hinkriegen würde. So ein bisschen zusammendrücken und ziehen. Und wie ihr seht, ich habe das innere Kupfergeflecht freigelegt. Ich möchte das einmal kurz zwirbeln, damit sich das nicht halt so ausstreut. Und das ist theoretisch jetzt bereit für die Weiterverarbeitung. Man kann allerdings ein Kabel auch abisolieren mit einem Seitenschneider. Man geht halt auf die Isolierung drauf und nicht zu fest drauf drücken und zieht. Das muss nicht beim ersten Mal klappen. Passt halt auf, dass ihr keins von den innenliegenden Drähtchen verletzt. Und auch hier, wie man es schön sieht, klappt das Ganze wunderbar. Auch hier zwirbel ich das Ganze jetzt mal und das ist bereit für die Weiterverarbeitung. Was meine ich jetzt mit Weiterverarbeitung? Wie man hier vielleicht sehen kann, ich kann an dieser Stelle zum Beispiel mal Lötzinn drauf geben. So, diese Lötstelle ist jetzt bereit, hat frisches Lötzinn. Durch die Seele im Lötzinn ist da auch Flussmittel drin. Jetzt kann ich aber nicht einfach hingehen und das Kabel dranlegen, es erhitzen und hoffen, dass es dann hält. Man sollte Kabel halt grundsätzlich immer vorverzinnen. Das ist eigentlich ein Job, wo man eine dritte Hand braucht. Das ist ein Hilfsmittel, das euch zum Beispiel ein Kabel oder eben das Lötzinn in einer bestimmten Position hält. Wenn ihr aber wie ich so eine Rolle von Lötzinn habt, könnt ihr das euch so ein bisschen zurechtbiegen, dahin, wo ihr das gerne haben möchtet. So, da ist das gut. Dann gehe ich hier mit dem Lötkolben unter das Kabel und erhitze das Kabel schon mal. Und gehe dann an das Lötzinn. Durch das im Lötzinn enthaltene Flussmittel tränkt sich wirklich regelrecht dieses Kupfergeflecht mit dem Lötzinn. Und wir haben eine schön glänzende, vorverzinnte Litze. Und die kann ich jetzt problemlos an jeden Lötpunkt, den ich hier sehe, anlöten. Also einmal draufpacken das Kabel. Beides kurz erhitzen, Hitze wieder wegnehmen und das Ganze hält und zwar richtig bombenfest. Ich kann hier dran reißen und da geht nichts ab. Es ist auch wichtig, dass eine Lötstelle fest ist. Also ihr könnt, wenn ihr sowas zum Beispiel anlötet, auch mal ein bisschen dran ziehen. Es darf nicht abgehen. Wenn es abgeht, hättet ihr eine kalte Lötstelle. Das bedeutet, das Lötzinn im Kabel, da das Kabel so dünn ist, hat sich bereits verflüssigt. Die Lötstelle allerdings war noch kalt bzw. nicht warm genug und es ist keine gute Bindung eingegangen. Wenn man das Kabel jetzt wieder entfernen möchte, führt man einfach noch Hitze zu, wartet ein bisschen und man kann das Kabel problemlos wieder entfernen. Noch ein bisschen drüber gehen, damit es auch schön wieder gerade ist und keine Nasen zieht. Und das war es dann auch gewesen. Jetzt möchte ich euch auch mal zeigen, wie man mit unseren bereits bekannten Tricks oder Mitteln tricksen kann. Meinetwegen habt ihr hier eins von diesen Kondensatoren und das ist kaputt. Ihr möchtet es auslöten. Ihr könnt dann mal gucken, auf welche Beinchen, sage ich mal, es korrespondiert. Und das sind diese beiden Beine hier, die man hier sieht. Allerdings müsste man ja beide Beine erhitzen, damit man das Bauteil entfernen kann. Ja, wie macht man das? Entweder nimmt man sich eine neue Lötspitze, die breit genug ist, beide gleichzeitig zu erhitzen, oder man trickst. Ihr habt jetzt zwei Methoden. Ich sag mal die Holzhammermethode und die schonendere Methode. Holzhammermethode, Bauteil festhalten und dran ziehen. Ich mache das jetzt, ich versuche das zumindest mal zu zeigen. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil das an einer blöden Stelle sitzt das Bauteil. So. Dann geht man hier drauf, erhitzt eins der Beine, zieht das Bauteil, erhitzt das andere Bein, zieht das Bauteil wieder. Und man wippt sich das quasi raus. So. Der Kondensator ist ab, aber wir haben
unnötig Belastung auf die Platine gegeben. Denn diese Lötpunkte, die ihr hier seht, die sind in der Regel sehr dünn. Das heißt, wenn wir zu stark drücken oder zu stark ziehen, können sich eines von diesen Lötpunkten lösen. Und wenn das passiert, habt ihr als Anfänger zumindest wirklich einen super GAU. Ihr könnt an diesem Punkt nichts mehr anlöten und ihr steht erstmal da. Da ihr mit den hier bereits bekannten Mitteln absolut nichts dagegen, also nicht mehr machen könnt, wenn es soweit ist, heißt es in diesem Fall verhindern, also dass das erst gar nicht passiert. Deswegen werde ich jetzt noch eins von diesen Kondensatoren ablöten und nehmen wir mal das nächste. Gut, das sind diese beiden Beine hier. Einmal das und einmal das. Ja, was mache ich? Einfach draufgehen mit dem Lötzinn. Also ein bisschen Lötzinn draufgeben, auf das andere ein bisschen Lötzinn draufgeben und dann richtig viel Lötzinn draufgeben, dass da eine Brücke entsteht. Gut. Jetzt lassen wir das Teil etwas abkühlen. Die Beinchen hier zum Beispiel von dem Kondensator sind nämlich direkt verbunden. Und da, wenn wir die Lötpunkte erhitzen, erhitzen wir natürlich auch das Bauteil. Und das wird euch tatsächlich dann auch die Hand verbrennen, wenn ihr es übertreibt. Genauso auch bei Kabeln zum Beispiel. Die bestehen ja aus Kupfer. Kupfer leitet Wärme sehr gut. Wenn ihr hier zu lange an der Spitze rumfuchtelt und dabei das Kabel in der Hand festhaltet, werdet ihr euch irgendwann natürlich die Finger verbrennen. Gut. Jetzt gehen wir hin, halten das Bauteil fest, ziehen aber nicht stark dran. Also auf keinen Fall stark dran ziehen und jetzt werden beide Beine erhitzt und das Bauteil fällt quasi von alleine raus. Und es ist ausgelötet. So einfach kann es gehen. Jetzt werdet ihr ohne weiteres allerdings keine neuen Bauteile an dieser Stelle löten können, denn, wie man das vielleicht sehen kann, ich weiß nicht, wie gut das auf der Kamera rüberkommt, hier und hier sind Kuppen aus Lötzinn. In der Form, in der die Flüssigkeit fließt, erstarrt das Ganze auch. Deswegen versucht Lötzinn natürlich immer die stabilste Form anzunehmen. Das wäre dann so eine Kuppe, so ein Halbkreis oder ein kompletter Kreis. Jetzt kann man natürlich hingehen und das Bauteil dahin setzen, wo es hingehört. Darauf achten, dass die Polarität stimmt bei Kondensatoren. Naja, bei bestimmten Kondensatoren zumindest. So. Dann wirklich leicht, nur sehr leicht andrücken und wieder Bein für Bein erhitzen und das Ganze durchschieben. Das funktioniert, aber wenn ihr nicht vorsichtig seid, ich versuche das jetzt mal so zu forcieren. So, das war jetzt mit Absicht. Ich will euch mal zeigen, wie filigran das Ganze hier ist. Was jetzt nämlich passiert ist, ist, ich zeige euch das jetzt mal mit dem Kabel. Hier ist, diese Fläche, wo wir das anlöten wollen, abgerissen und hängt jetzt hier an der Spitze, weil ich ein bisschen zu stark gedrückt habe. Also, das ist eine etwas gefährlichere Methode und ihr solltet die eigentlich benutzen, wenn es keine andere Möglichkeit für euch gibt. Und wenn ihr wirklich Teile austauschen wollt, empfehle ich dann die Investition in etwas besseres Inventar. Nämlich bräuchtet ihr dann etwas zum Entlöten. Das Entlöten möchte ich an dieser Stelle nur anschneiden. Ich finde, das ist eigentlich kein Beginnerthema. Da nimmt man zum Beispiel so eine Pumpe für. Das nennt sich Entlötpumpe. Und das ist im Prinzip, also hier wird das gespannt. Und wenn man dann drauf drückt auf diesen Knopf, sorgt das hier einen Unterdruck. Man kann also Lötstellen verflüssigen und dann ganz nah mit der Spitze drauf gehen und dann absaugen. Und als Alternative gibt es Entlötlitze. Das ist im Prinzip das Innere von einem Kabel, also das ist Kupfergeflecht. Durch die Kapillarwirkung und weil das Ganze hier in Flussmittel getränkt ist, saugt es quasi das Lötzinn aus der Lötstelle heraus. Gut, eine
letzte Sache möchte ich euch noch zeigen, und zwar ist das ebenfalls sehr wichtig, was mache ich, wenn ich zwei Kabel miteinander verbinden möchte. Hier könnt ihr beide Enden einmal verzinnen und jemand hilft euch meinetwegen und hält die so zusammen und ihr geht dann mit dem Lötkolben drauf und die beiden wären verbunden. Wenn ihr keine weitere Person zur Verfügung habt, würde ich euch empfehlen, dann das nicht verzinnte Kabel ineinander zu drehen, da ihr keine weitere Person zur Verfügung habt. Dann nimmt man sich wieder sein Lötzinn, bereitet es sich vor sich her, wie man es dann anlöten kann, und geht im Prinzip genauso vor wie beim Vorverzinnen von Litzen. Also man erhitzt die Spitze hier, schön das Kabel einleiten und wegnehmen. Und wir haben hier eine wunderbare, sehr starke Lötverbindung hergestellt. Die ist natürlich nutzlos, weil das das gleiche Kabel ist, aber ich wollte euch das Prinzip mal hier gezeigt haben. Und damit wären wir auch am Ende des Anfängerkurses. Alles, was hier darüber hinausgeht, ist nämlich, finde ich, schon etwas fortgeschrittener und würde den Rahmen eines Beginner-Videos sprengen. Falls ich euch mit dem Video weiterhelfen konnte, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Freut euch auch schon mal auf die zukünftig kommenden Lötvideos. Ich habe zum Beispiel vor, das Yellow Light of Death von einer PlayStation 3 zu beheben, zumindest sofern es funktioniert. Ich habe da eine Methode im Internet gelesen, die ich ausprobieren möchte, und die möchte ich dann mit euch teilen. Oben rechts seht ihr nun mein letztes Video. Das ist ein ausgepackt und angetestet Video zu einem Standheizlüfter von der Firma Silvercrest.